Freuen Sie sich auf genussvolle Momente bei Marienhof. Mit der Sauce Hollandaise von Maggi Meisterklasse. Vergewaltigst mein Kind und behauptest dann noch, dass du mich liebst. Du bist eine Bestie. Komm, komm, warte, warte. Gut, ich möchte, dass du die Wahrheit erfährst. Verdammt nochmal, wieso hast du eigentlich eine Waffe? Das ist doch jetzt egal. Ja, genau. Und ihr bleibt im Auto, das kann gefährlich sein. Nein, ihr kommt mit. Kommt. Komm, Tanja, bitte, jetzt mach dich nicht unglücklich. Es war doch nur Sex. Tanja! Tanja! Glaubst du immer noch, dass ich nicht schieße? Komm, lass uns. Komm, lass uns. Entschuldigung, aber ich brauche den Koffer. Wozu? Weil Annalena mich gebeten hat, ihn aufzubewahren. Schönen Abend und gute Nacht. Warten Sie. Herr Thomas. Herr Thomas. Ein Wort bitte. Nein, bitte, gib mir die Pistole. Komm, bitte. Bitte. Ja, okay. Es ist vorbei. Und du verschwinde, bevor ich mich vergesse. Papa. Bitte, setze. Linke Hand, bitte. Ich bitte. Tut mir leid. Hab andere Kunden. Herr Toppers, irgendwas muss Annalena doch gesagt haben. Ja, dass sie ihren Koffer vergessen hat. Ich meine, irgendwas muss sie doch über mich gesagt haben. Nö, nix. Verstehe ich nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Als allererstes mal meine Werkstatt verlassen. Ich habe nämlich eine Hochzeit vorzubereiten. Herr Toppers, hören Sie mal. Sie kennen doch Annalena besser als ich. Würden Sie sie an meiner Stelle anrufen? Was weiß ein dummer Klempner schon von Frauen? Offensichtlich mehr als der Gesichtsklempner. Das mag ja sein, aber trotzdem muss ich jetzt nach Hause. Ich habe normalerweise nie Probleme mit Frauen. Außer bei Annalena offenbar jetzt ziemlich für oberflächlich. Nein. Tatsächlich? Ja. Sie wissen doch, wie Annalena als Frau tickt. Können Sie mir das nicht erklären? Gehen wir auf ein Bier. Aber nur eins.
uns erstmal einen heißen Tee. Also, ehrlich gesagt, würde ich ganz gerne schlafen gehen. Ja, wir gehen nur. Gute Nacht. Okay, gute Nacht. Mama, ich bin so froh. Ich hab die Pistole in den Rhein geworfen. Ach, der Tee. Ja. Wobei, könnt ihr einen Grappa vertragen, oder? Tja, das ist wahr. Heute vielleicht hier übernachten. Ich würde mich heute wirklich wohler fühlen, wenn man im Haus ist. Ja, natürlich. Gut, dann hole ich mir jetzt das Bettzeug. Ist gut, dass du hier bist, Papa. Gefunden. Damit bekommen wir das Hochzeitsalbum von Lisa und Frank bestimmt voll. Das ist gut. Aber dir geht's nicht so gut, oder? Ach doch, ich habe einfach nur schlecht geschlafen. Hey, du hast ein neues Bild gemalt. Ist das du? Ganz schön düster. Ich hatte einen Albtraum und der lässt mich einfach nicht los. Bitte lach mich jetzt nicht aus, aber... Stell dir vor, ich war auf all den Bildern nicht drauf, die wir gemacht haben. Überall, wo ich stand, war eine Lücke. Das ist aber ein merkwürdiger Traum. Aber ich kann dich beruhigen. Bei den Abzügen, die ich gemacht habe, da bist du mit drauf. Klar und deutlich zu sehen. Ja, ich weiß. Ja. Aber Träume sind manchmal auch Zeichen. Ja, aber wie oft träumen wir irgendeinen Blödsinn? Und was passiert dann hinterher? Meistens doch eigentlich nie irgendwas. Es ist wahrscheinlich alles ein bisschen viel. Diese Wahrsagerin, dieser Traum. Es ist so, als ob mir jemand was mitteilen möchte. Das ist doch Unsinn. Was hast du denn nur? Fühlst dich wirklich nicht gut, oder? Ach doch, mir ist nur ein bisschen schwindelig. Ich habe auch schon bei Lisa eine Blutuntersuchung machen lassen. Ja, und? Ach, daher weht der Wind. Hey, bevor du dich jetzt in irgendwas reinsteigerst, gehst du hin zu Lisa und lässt dir die Ergebnisse zeigen. Das kann ich doch morgen auch noch machen. Blödsinn, das machst du jetzt gleich. Je eher du Bescheid weißt, desto besser. Und ich gehe auch mit. Ach, und vergiss nicht, für die Duschkabine von der Frau Heller einen neuen Brausekopf mitzunehmen. Das schaffe ich sowieso nicht. Ich habe vorher noch 5 Aufträge. Ja, dann hau mal rein. Nicht, dass die Kunden zur Konkurrenz gehen. Das geht doch dann auf dein Konto. Du heiratest, ich arbeite, okay? Wenn du einmal heiratest, tue ich für dich dasselbe. Wenn ich einmal heirate, bist du in Rente. Ich habe nachgedacht. Oh nein, nicht am frühen Morgen. Ich habe sie angerufen. Dann ist ja hoffentlich alles wieder in Ordnung. Sie geht ja nicht ans Telefon. Nee, und was soll ich jetzt machen? Herr Töpfer, als würden Sie an meiner Stelle nach Frankreich fahren. Ich an Ihrer Stelle. Ich an Ihrer Stelle würde den armen Bräutigam in Ruhe arbeiten lassen und ihn nicht mit meinem Liebeskummer behelligen. Ich an Ihrer Stelle. Herr Kolbe. Herr Kolbe? Die Nachuntersuchung von Herrn Blum, die könnte ich auch in 2 Wochen noch machen. Aber wenn Herr Dr. Weidemann mir die Patienten übernehmen würde, da wäre mir sehr geholfen. Das macht er bestimmt. Und die Termine kriege ich auch irgendwie geregelt. Das machen wir passend. Hallo. Hallo. Hallo Mädels. Hatten wir eine Verabredung? Nein, ich wollte mich nur nach den Ergebnissen meiner Blutuntersuchung erkundigen. Die habe ich leider noch nicht.
Ja, dann. Warte mal. Komm mal kurz mit rein. Entschuldigung, ist der Dr. Weidemann da? Du machst dir Sorgen, stimmt's? Ach was, ich war nur gerade in der Nähe. Sobald ich die Ergebnisse habe, rufe ich dich an, versprochen. Und bis dahin versuch nicht dauernd dran zu denken, okay? Okay. Tschüss. Tschüss. Hallo, Herr Detmar. Schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Maldini hier. Ich wollte nur Anne für heute entschuldigen. Ihr geht's nicht gut. Ja, das richte ich hier aus. Danke. Wiederhören. Dann bring ich vor Gericht. Er soll nicht glauben, dass er einfach so davonkommt. Wenn ich mir nur sicher sein könnte, dass das wirklich das Beste für Anne ist. Tanja, aber... Ich verstehe doch, es gibt überhaupt keine Beweise. Und der gegnerische Anwalt wird versuchen, Anne als Lügnerin darzustellen. Und das würde ich ihr wirklich gerne ersparen. Hast du denn auch gar nichts gemerkt? Nein! Glaubst du denn, ich wäre sonst mit Axel zusammengeblieben? Ja, aber... Mein Gott, Stefano, es sah alles so plausibel aus. Ich hab doch gedacht, Anne zieht sich zurück, weil sie nicht damit klarkommt, dass wir getrennt sind. Hört auf, bitte. Ach, Anne. Hätte ich doch bloß mal nichts gesagt. Vicolina, wir sind deine Eltern und... Aber ihr seht doch, was passiert. Alles geht kaputt. Dabei bin ich vorher damit wunderbar alleine klargekommen. Ach, niemand kommt damit alleine klar. Du brauchst Hilfe. Wenn ihr mir wirklich helfen wollt, dann versprecht mir, dass wir die Sache ein für alle Mal vergessen. Aber ab heute ist das Thema tabu. Geht das? Gut. Wenn du das unbedingt willst, Piccolina. Ja, das will ich. Robert, ich muss jetzt los. Ich bin mit Stefano und Frank verabredet, ja? Was ist denn nun das Beste? Was mache ich mit Annalena? Ach, hör doch einfach auf deinen Bauch, ja? Langsam kriege ich Verfolgungswahn. Ich stehe da vom wilden Mann, keiner kommt, Stefano nicht, du nicht. Ja, aber wir sind doch erst jetzt verabredet. Echt? Ja, Robert, ich kann jetzt wirklich nicht. Ich muss mich um die Hochzeitsvorbereitungen kümmern. Tut mir leid. Vielleicht kann ich aber behilflich sein. Bitte nicht. Sie sind keine Hilfe, Sie sind eine Plage. Fällt mir ein, du könntest vielleicht doch was machen. Die Ringe, könntest du die vielleicht in der Stadt abholen? Das wäre eine große Hilfe. Selbstverständlich, gerne. Danke. Tschüss. Tschüss, bis später. Sag mal, du lässt denen unsere Ringe abholen, geht's noch? Ja, wieso denn? Da haben wir doch ein Ding weniger. Ja? Die Laborergebnisse von Frau Zikowski. Ah, sehr gut, sehr gut. Lisa. Ja, okay, ich guck sie unterwegs an. Lass uns gehen. Du, sag mal, wegen den Tisch. Hallo Regina, Matthias hier. Ja, schade, dass du nicht zu Hause bist. Ich hätte gerne mit dir gesprochen. Ich musste in letzter Zeit so oft an dich denken. Da habe ich gedacht, ich rufe einfach mal an. Und Matthias? Hallo. Das ist ja schön, dass du anrufst. Willst du nicht lieber was Schönes machen? Ich meine, morgen erwartet doch niemand von dir, dass du Schulaufgaben gemacht hast. Da kennst du die Rima nicht. Die will sogar die Hausaufgaben sehen, wenn man sich die Hand abgehakt hat. Ich bin froh, dass ich nicht mehr in die Schule muss. Ist doch nicht normal, was die heutzutage von den Kindern verlangen. Ja, aber damals gab es auch nicht so viele PISA-Studien. Oh, bist du los? Ja, Lisa und Frank warten auf mich. Naja, ich muss die Abrechnung heute Abend fertig machen. Ach, wenn du willst, kannst du das auch heute Abend hier fertig machen. Ja, wenn du meinst. Aber nimm die Schlüssel mit, weil wenn du heute Abend kommst, dann liegen wir vielleicht schon im Bett. Piccolina, lass es langsam angehen. Ich meine, du allein rettest die PISA-Studie auch nicht mehr. Hm? Also, bis du wiederkommst, bin ich fertig. Und dann können wir vielleicht noch eine Partie Dame spielen, wenn du magst. Oh ja. Oh ja. Schau mal, das ist das Kleid. Ist das nicht toll? Steht dir bestimmt super. Aber das war sicher auch sündhaft teuer, oder? Ja, es hat Vermögen gekostet. Aber das ist mir die Hochzeit und die Begleitung von Jakob auch wert. Also dein Doktorchen kann echt froh sein, dass er eine Frau wie dich hat. Danke. Dir geht's auch wieder gut? Mhm. Matthias hat angerufen. Wir haben bestimmt eine halbe Stunde geredet über Gott und die Welt. Also über euch. Ja, auch.
Es war fast so wie früher. Verstehe. Und auf einmal waren die düsteren Träume und die dunklen Vorzeichen wie weggeblasen. Es war einfach schön, mit ihm zu reden. Was ist? Was grinst du denn so? Ich freue mich für dich. Es ist überhaupt nicht so, wie du denkst. Matthias und ich sind nur gute Freunde, das ist alles. Ja, klar. Du bist blöd. Ja, aber genau darum bin ich doch deine Freundin. Sag mal, Anne, störe ich dich wirklich nicht? Wieso? Du putzt doch ganz leise. Ja, aber nicht mehr lange, weil ich hole gleich einen Staubsauger. Danke für die Vorwarnung, aber ich bin gerade fertig. Ich gehe dann mal mit Steve telefonieren. Ja, grüß ihn schön von mir. Mhm. Beschäftigung. Ich komme mir vor wie in einer therapeutischen Wohngruppe. Betrachte es doch einfach als Vorübung für den jungen Knast. Da darfst du deinen Körbe flechten. Sehr witzig. Ich gehe schon. Steve Busch. Hey, Anne. Du, warte mal kurz. Steve, hey! So war das nicht ausgemacht. Hallo. Hi. Oh, die sind ja toll. Ist echt lieb, dass ihr uns helft. Ihr ist gut. Ich geh schon. Ah, sie bringen sicher die Ringe. Ich muss euch etwas zeigen. Was? Der Laden ist aber auch zu tollen Schmuck gibt's noch nicht mal in der Großstadt. Was ist das? Das ist ein Anhänger, Herr Töppers. Toll, oder? Wo sind unsere Ringe? Was sind für Ringe? Der Stein hat exakt die Augenfarbe von Annalena. Ich habe das Gefühl, als würde sie mich ansehen. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Sollst schlafen, Bruno. Lisa, das ist aber schön. Hallo. Hallo. Trinkst du einen Tee mit mir? Ja, gern. Dass du es bei dem Stress vor deiner Hochzeit noch schaffst, vorbeizukommen. Unglaublich. Ich hab dir doch versprochen, dass ich mich melde, sobald ich die Ergebnisse aus dem Labor hab. Und? Was fehlt mir? Scheint ja ernst zu sein, wenn du extra vorbeikommst. Das kann ich noch nicht sagen. Dazu müssen wir noch weitere Untersuchungen machen. Und dafür müsstest du in ein Krankenhaus. Was? Nee, auf gar keinen Fall. Da kriegen mich keine 10 Pferde mehr hin. Regina, ich weiß, dass du nach deiner Zeit in der Nervenklinik einen großen Bogen um jedes Krankenhaus machst. Aber es muss sein. Ich habe in meiner Praxis nicht die notwendigen Untersuchungsgeräte. Aber was fehlt mir denn? Deine Blutwerte sind sehr schlecht und das müssen wir dringend abklären. Am liebsten würde ich dich heute noch einweisen. Was bedeutet das? Lisa, jetzt sag schon. Nach deinem Blutbild zu urteilen, müssen wir mit einer ernsthaften Schädigung deiner Leber rechnen. Hallo, ich bin wieder da. Hallo. Hey, ich habe mich extra beeilt, um mit Anne noch mal Dame spielen zu können. Ist was passiert? Anne.
Das habe ich nur gemacht. Sie leidet so schrecklich. Du kannst nichts dafür. Doch, ich kann was dafür. Hätte ich Axel nicht hierher gebracht, wäre das doch alles nicht passiert. Was bin ich nur für eine Mutter? Du bist eine wunderbare Mutter. Du wolltest sogar dein Leben für deine Tochter opfern. Ich kenne niemanden, der so viel Mut hat. Ach, das war doch dumm von mir. Das hat doch gar nichts gebracht. Aber du hast ihm gezeigt, dass er dich und Anne nicht mehr einschüchtern kann. Eine Mutter, die so für ihr Kind kämpft. Tanja, ich bin verdammt stolz auf dich. Schlafen alle? Noch ein Kaffee? Jakobs Krönung mit erlesenen Hochlandbohnen veredelt. Papa, Kaffee? Das kann nur das Verwöhnaroma der Krönung mit Hochlandbohnen veredelt. Wunderbar. Das waren mal wieder genussvolle Momente bei Marienhof mit der Sauce Hollandaise von Maggi Meisterklasse.